Leute, es ist mal wieder soweit. Ihr hattet die Gelegenheit, mir einige Fragen zu stellen, die ich im nachfolgenden Video versuche zu beantworten. Zu diesem Zweck habe ich mir heute extra den Laptop meiner Schwester ausgeliehen. Natürlich ohne sie zu fragen, für wen haltet ihr mich? Ja, dann würde ich mal sagen, sofort jetzt legen wir los, jetzt auf ihr Support-Tipp. So, da geht's auch schon los mit der ersten Frage. Valentin Stefan möchte wissen, wie kommt man auf den Namen Pompelmann? Ich finde den so witzig. Ich auch, deshalb habe ich ihn genommen. So, dann geht's weiter mit Frage Nummer 2. China Hakari möchte wissen, kannst du nochmal ein Fragen- und Antworten-Video machen? Ob du es glaubst oder nicht, liebe China, ich bin schon dabei. Da kommt auch schon die nächste Frage, ebenfalls von unserer bezaubernden China Hakari. Was hast du denn noch so an Videos geplant? Kannst du da schon etwas verraten und hast du irgendwann mal vor, ein Fan-Treffen zu machen? Also zu Punkt Nummer 1. An Videos planen tue ich eigentlich grundsätzlich nichts. Das kommt dann so, das ist so die Muse, die mich dann irgendwann mal küsst. Ja gut, geplant hätte ich jetzt so ein Video zum kleinen Horrorladen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Musikstück daraus. Zahnarzt. Kleine Kostprobe gebe ich euch gerne. Ich bin dein Zahnarzt. Und mein Beruf macht mir schrecklich viel Spaß. Ich bin dein Zahnarzt. Niemand vergisst mich, der je bei mir saß. Und zu Punkt Nummer 2. Und hast du irgendwann mal vor, ein Fan-Treffen zu machen? Ich glaube, dafür reicht meine Anzahl von Fans noch nicht aus, um ein Fan-Treffen hinzubekommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen overdressed. So, dann kommt ja auch schon direkt die nächste Frage, und zwar vom großen Robin. Nein, von Robin Groß. Er fragt, womit schneidest du? Mein lieber Robin, ist doch selbstverständlich. Das war nur ein Scherz. Nein, Robin fragt natürlich, was für ein Schnittprogramm hast du? Lieber Robin, ich zeig es dir gerne mal kurz. Das ist dieses hier. Nein, das ist die Muppet Show Staffel 3, Entschuldigung. Das ist dieses Video Deluxe 2013, mittlerweile leider etwas überholt. Wir schreiben ja das Jahr 2015 vom Hersteller Magix, oder wie der Nicht-Engländer sagt, Magix. Und damit kommt man super klar, vor allem ich für meine Greenscreen-Arbeit, auf die ich immer sehr viel Wert lege. Optimal, perfekt dafür geschaffen, also ich kann es nur weiterempfehlen, auch wenn die Schrift verkehrt rum gedruckt ist. Genau. Also gerade habe ich eine absolute Frechheit erlitten. Ich sagte zu meiner Mutter, bist du bitte leise, ich drehe hier ein Video. Und was sagt sie? Nee, der Haushalt geht vor. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Komm, ich verarsch die mal. Mama, bist du jetzt mal leise, ich drehe hier. Ich bin nicht leise, ich mach ganz normal hier. Nee, du faltest deine Unterhosen viel zu laut, bitte. Ja, das bin ich witzig. Ja, zum Fahrschule Andreas Video sind natürlich tausende Kommentare und Fragen gestellt worden. Die kann ich jetzt nicht alle vorlesen, habe ich auch überhaupt keine Lust zu. Aber beispielsweise der David möchte wissen, Kalender bei 3 Minuten 4 Sekunden, woher kommt denn der? Also mein lieber David, ich glaube, das war ein Werbegeschenk der Sparkasse. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der Dimitri möchte anmerken, du bist nur nicht dick genug für Andreas. Ich weiß auch schon, was da jetzt als Antwort kommt. Ganz genau, lieber Dimitri. So, jetzt muss ich dir unterbrechen. Ich... Hast du mal die Größe gesehen? Hast du mal die Menge an Barthaaren gesehen hier alles? Nein, halt, stopp! Ja, ein recht neuer Kommentar zu einem recht neuen Video von mir, nämlich zu Arme Seelen in Not, die Meereshexe aus Ariel, die Meerjungfrau. The Mac Mini Show möchte wissen, PS, wie machst du die Effekte? Ich bitte dich, welche Effekte? Das ist alles echt. Ursulas Zauber. Nun kommt mal eine Frage zu meinem Video Beate auf Bali, die Schwiegertochter gesucht Parodie. Und zwar möchte der Coole wissen, wie heißt das Lied zum Schluss? Ja, das Lied heißt Tanze Samba mit mir oder Du bist so heiß wie ein Vulkan oder Ich verbrenne mich daran. Irgendwie so, auf jeden Fall ist das sehr heiß. Dann möchte der Busfan 55 wissen. Trinkst du eigentlich Alkohol? Ja, mein lieber Busfan, ich habe noch nie einen Schluck Alkohol getrunken. Also das musst du mir glauben. Johnny Blablzahl, sonst was, schreibt, sorry, das ist aber einfach mal so schlecht. Aber mein lieber Johnny, ich habe dich gar nicht um eine Selbsteinschätzung von dir gebeten. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, willkommen, liebe Zuschauer, in der Kicherküche.
Ihre Gelegenheit, wieder lustige Kochrezepte an mich zu schicken, die ich jetzt vorlesen werde zur allgemeinen Belustigung. Der Horst Egon hat von Nadine ein tolles Rezept für einen Auflauf bekommen. Man nimmt Schinkenbons und Kinderschokolade wegen der guten Kindermilch und überbackt das mit lecker Erdbeerkäse. Köstlich. Aber auf keinen Fall Biogemüse in den Auflauf machen, hat Nadine gesagt. Da seien viel zu wenig Vitamine drin. Danke, Horst Egon. Das werden wir alle sofort nachmachen, damit wir alle ganz gesund bleiben, nicht wahr? Hier ebenfalls ein Kommentar nochmal von DobbyMax TV und zwar zum Video Märchenwald Sommerrodelbahn in Büren von mir. Ha, geniales Video. Kommt mir so vor wie bei meiner Oma, wenn es Fernsehen läuft. Mein Lieber, war das jetzt ein Kompliment? Ja, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ja, schaut auch gerne mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, ganz leicht zu finden. Jannis Oberkellner Nummer 1 auf Facebook. Ja, da poste ich auch immer lustige Dinge, also gebt mir da auch gerne ein Like und ansonsten bleibt mir weiter treu. Wenn ihr noch Fragen zu meinen Videos habt oder so, lasst es mich wissen. Ich werde es versuchen, in meinem nächsten Fragen- und Antworten-Video zu klären. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen im weißen Rassen, Wolfgangsee.